Ja, mein Name ist Hinrich Bischoff, bin hier in der Gemeinde Edeweg Gemeindebrandmeister. Die Ursache des Brandes können wir im Grunde genommen noch nicht feststellen. Es ist wohl so, dass eine alte Kfz-Werkstatt in Brand geraten ist und wir nur von außen Löscharbeiten vornehmen können, da das Gebäude doch schon recht alt ist und wir befürchten, dass es einstürzen könnte. Ja, das ist eine alte Kfz-Werkstatt, denn hier ums Gebäude drumherum stehen auch alte Fahrzeuge, sodass wir davon ausgehen, dass dort die Fahrzeuge aufbereitet werden. Auf der Anfahrt mussten wir also schon mal feststellen, dass es hier sehr laut geknallt hat. Wir jetzt im Nachhinein eigentlich feststellen müssen, dass dort viele Autoreifen drin gelagert sind, die wohl zerknallt sind. Nein, es gab hier keine Verletzten. Ja, aus der Gemeinde Edeweg sind alarmiert worden die Ortswehr Friedrichsfehn, die Ortswehr Jedlo 2 sowie die Ortswehr Edeweg und als nachbarschaftliche Hilfe die Ortswehr Achternmeer aus Oldenburgland. Für uns war die Löschwasserversorgung das erste Problem, da wir die nächsten Hydranten nicht in unmittelbarer Nähe haben. Die weiteste Strecke waren 500 Meter, an der wir die Schlauchleitung verlegen mussten, um genügend Wasser hier zum Einsatzort zu bringen. Wir räumen soweit die langen Wasserwege ab und werden das hier so herrichten, dass die zuständige Ortswehr hier weiter Nachlöscharbeiten durchführen kann.